Willkommen Leute zu einer neuen Folge der Saarbrücken-Karriere. Und ja, heute in dem ersten Spiel wird sich gleich entscheiden, ob wir heute die Saison schon beenden oder ob wir in dieser Saison noch eine Folge haben in 3 Tagen. Denn ja, wir sind jetzt im Pokal-Halbfinale gegen Hertha. Und ja, wenn wir das hier gewinnen, gibt es noch eine Folge mit dem Pokalfinale. Wenn wir das verlieren, dann ja, war es das mit der Saison. Und wir werden nächste Folge dann schon in die neue Saison reinstarten. Und ja, wir werden natürlich unser Bestes geben und versuchen, hier den Sieg zu holen und dann ins Finale einzuziehen. Und ja, danach müssen wir auch noch 4 Ligaspiele bestreiten, in denen wir dann hoffentlich den Champions-League-Platz uns sichern wollen. Also ja, diese Folge wird einige interessante Entscheidungen bringen. So, jetzt hier vielleicht die erste Chance für uns. Zollis, passen die Mitte auf Schwarz und das war kein Abseits und das ist 1:0 für uns. 24. Minute Schwarz mit dem 1:0 für Saarbrücken. Boah, ganz, ganz wichtiges Tor, dass wir hier in Führung gehen. Bis jetzt wirklich nichts passiert in diesem Spiel, 25 Minuten lang oder 24 Minuten lang. Und jetzt gehen wir gleich mit der ersten Chance, machen wir gleich das Tor. Schöner Pass da und dann ja, hat Schwarz natürlich keine Mühe mehr, den Ball einzuschießen. Und ja, damit sind wir jetzt hier in Führung. Und ja, jetzt muss Hertha kommen. So, jetzt hier die nächste Chance. Schöner Pass auf. Aber der mit dem 2:0. Keine 5 Minuten nach dem 1:0 erhöhen wir jetzt hier gleich schon auf 2:0. Boah, aber was ein schöner Pass davon. Aber also erstmal der schöne Laufweg, der da vollkommen frei stand. Und da wird er angespielt und dann ja keine Chance mehr für den Keeper. Und schon sind wir hier 2:0 in Führung. So, gibt jetzt eine Ecke für Hertha. 5 Minuten vor der Halbzeit. Pause. So, kurz ausgeführt, kommen da jetzt Richtung Strafraum, dann den Ball vor den Strafraum, aber Beck kann den Schuss dann parieren, gibt jetzt wieder einen Eckball. Ciao Mario, jetzt die nächste Ecke da. So, jetzt mittlerweile nur noch 3 Minuten bis zur Halbzeit. Wieder führen sie die Ecke kurz aus, wieder kommt der Ball vor den Strafraum. So, wir können die aber daran hindern, hier zu schießen. Ja, die spielen sich den Ball zu, aber wirklich schießen wollen die nicht. Aber jetzt hätten wir da fast den Ball gehabt. Jetzt kommt der Ball in den Strafraum. Aufpassen! Und dann machen die das 1:0. Boah, also da darf der nie im Leben zum Schuss kommen. Da stand ein Torwart und Verteidiger so nah bei ihm ran und der kann dann da so artistisch zum Schuss ansetzen. Also das kann's ja wohl nicht sein. Boah, ey, hier, aber der war auch vollkommen frei und dann, ja, kommt der Ball da in die Mitte und dann, ja, steht auch der Verteidiger, ich glaube, Bella Kotschap steht ja dem Keeper im Weg, so kann der nicht rauskommen, wenn der Keeper da rauskommt, dann hat er vielleicht auch den Ball vorm Stürmer, aber ja, somit jetzt 2:1 kurz vor der Pause, aber immerhin sind wir in Führung, also das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ja, Hertha hat jetzt diese 3 Schüsse da mit den, nach den Ecken, kurz nach der, ja, kurz vor der Pause. Wir hatten unsere 2 Schüsse, mit denen wir Tore gemacht haben. Und ja, jetzt rein in Durchgang 2. Mal schauen, ob wir hier den Vorsprung über die Zeit retten können. So, jetzt hier vielleicht die nächste Chance für uns mit Jan Fiete. Ab, der in den Rückraum. Und da steht ja der Verteidiger im Weg. Und dann macht es fast nochmal der gegnerische Verteidiger spannend. Aber wir können da leider dann nicht an den Ball kommen. So, jetzt hier die nächste Chance für uns. Stein hat da Platz, braucht da ein bisschen zu lange, aber kommt dann trotzdem an den Verteidigern vorbei und macht das 3:1 in der 62. Minute. Damit sind wir jetzt wieder 2 Tore vorne. Ganz, ganz wichtig. Ja, da kommt er an den Ball, dann ist er da ein bisschen langsam im Antritt, aber ist dann trotzdem noch ja, schneller als die Verteidiger und ja, kann dann den Ball ins lange Eck schießen zum 3:1. Da sind wir jetzt hier wieder 2 Tore vorne und ja, jetzt muss Hertha hier wieder, ja, sind die etwas mehr unter Druck noch für die letzte halbe Stunde oder nicht mal halbe Stunde. Also ja, das sieht schon sehr, sehr gut aus für uns. Und jetzt kommt Hertha hier nach vorne. Pass in die Mitte. Oh, aber Katterbach kann das dann klären. So, und jetzt hier vielleicht der Konter. Ja, das sieht gut aus. Jetzt Zollis gegen den Ex-Verein. Hat er hier unter anderem schon die Vorlage zum 1:0 gegeben. Zollis, Ball in die Mitte. Und der Kopfball kommt nicht an. Aber wir bringen den Ball zurück. Und dann hätte ich den vielleicht eher annehmen sollen mit Stiller, anstatt den dann direkt zurückzuspielen. Und jetzt Hertha mit dem 3:2. Ich dachte, wir hätten den Ball da schon geklärt. Aber dann kommt er da nochmal zu einem
Stürmer und der schießt den dann aber auch mit einer Präzision rein. Boah, das gibt's doch nicht. Da hätten wir einmal schon fast den Ball gehabt. Dann da dachte ich, wir hätten ihn geklärt. Dann kommt er zum Stürmer und dann nimmt er den einfach direkt. Oder ich glaube, es ist ein Mittelfeldspieler. Ja, der, ja, hier nimmt er den dann direkt. Da, ja, Cordero kommt auch nicht mehr ran und genau unter ja, dem Keeper hindurch zum 3 zu 2. Damit wird jetzt hier 7 Minuten vor Schluss nochmal ein bisschen spannender. Aber das sollten wir hoffentlich noch irgendwie über die Zeit retten, die letzten paar Minuten. So, jetzt soll es hier nochmal mit dem langen Ball auf Arp. Jetzt ist die Nachspielzeit schon fast vorbei. Und Arp nicht mit dem Tor, den Abpraller. Da kriegt leider keiner unserer Spieler. Jetzt sollte es aber eigentlich gewesen sein. Jawohl. Boah, also wenn wir jetzt hinten gelegen wären oder mit uns unentschieden standen und wir den jetzt gerade nicht reingemacht hätten, dann hätte ich mich geärgert. Aber wir haben das eh gewonnen. Von daher ist das noch zu verschmerzen, dass wir jetzt hier kurz vor Schluss nicht den Ball reingemacht haben. Ja. Es war wirklich ein sehr chancenarmes Spiel, aber beide Teams dann eigentlich haben sie die Tore gemacht, wenn sie mal vorne waren. Und ja, dann sind wir jetzt hier mit 3 zu 2 im Pokalfinale. Bin schon gespannt, wer unser Gegner sein wird. Und ja, es ist definitiv sicher, dass diese Saison noch eine Folge hat und es geht gegen Gladbach in der nächsten Folge dann. So, jetzt stehen die letzten 4 Spiele in der Liga an und ja, wir sind im Moment Vierter. Wir müssen diesen Platz einfach nur verteidigen. Anfangen wollen wir das jetzt mit einem Sieg gegen Schalke und wir spielen nur 1-1, obwohl wir so viel besser waren. Oh, das ist jetzt natürlich belastend. So, gegen Stuttgart muss es jetzt definitiv besser laufen. Da muss jetzt ein Sieg her und wir gewinnen das 3 zu 2. Ab mit einem Hattrick schießt uns hier zu 3 Punkten. So, jetzt sind wir angekommen beim vorletzten Spieltag. Wir sind im Moment Vierter, punktgleich mit den Leipzigern. Ja, wir können schon, ja gut, wir könnten eigentlich noch Dritter werden. Na, dazu müsste Leverkusen schon beide Spiele verlieren. Wir müssten beide gewinnen. Das ist schon sehr unrealistisch, dass Leverkusen wirklich 0 Punkte holt. Und ja, jetzt erstmal gegen Bielefeld hier am vorletzten Spieltag. Da muss jetzt auch einfach ein Sieg her und wir gewinnen das knapp mit 2 zu 1. Stein und Stiller mit den Toren. Ja, damit haben wir es jetzt am letzten Spieltag in der eigenen Hand. Mal schauen, wie hat Leipzig gespielt? Die haben noch nicht gespielt. Ein paar Tage nach vorne. Okay, die haben auch gewonnen. Ja, und jetzt geht es gegen Köln. Das Spiel werden wir selbst spielen. Das wird das zweite selbst gespielte Spiel werden. Und ja, die Ausgangslage für uns ist einfach. Wir müssen das einfach nur gewinnen. Wir haben die gleiche Tordifferenz, also wir müssen sogar höher gewinnen als Leipzig. Also das macht das Ganze natürlich noch mal ein bisschen spannender. Die spielen auswärts in Freiburg. Wahrscheinlich die Freiburger sind 16. Und ja, für die sollte das eigentlich kein Problem werden, für die Leipziger das zu gewinnen. Also wir müssen gegen Köln auch noch relativ hoch gewinnen. Also, das wird keine einfache Aufgabe, aber wir werden unser Bestes geben. So, und da sind wir auch schon. Ja, zu Hause, letzter Spieltag gegen Köln. Also, ja, der Druck ist ein bisschen da. Also, wir müssen das hier auf jeden Fall gewinnen, denn sonst kann es sein, dass wir hier nicht in die Champions League kommen und wir müssen eventuell sogar hoch gewinnen, weil Leipzig halt auch, ja, dieselbe Tordifferenz hat wie wir, deswegen die könnten uns mit einem höheren Sieg überholen. Also es könnte sein, dass wenn die mit 2 Toren Abstand gewinnen und wir hier nur knapp mit einem Tor Abstand gewinnen, dann könnte es sein, dass wir eben nicht in die Champions League kommen und das wäre richtig, richtig mies. Deswegen ja, wir müssen auf jeden Fall einige Tore her und wir fangen hier gleich mal an mit Stein über die Seite, Flanke in die Mitte, aber dann geklärt. So, dann bringen wir den Ball zurück, aber dann stand Ab im Abseits. So, gibt es einen Eckball für die Kölner. Ball kommt rein, aber den kann Stein locker abfangen. So, und jetzt hier der Konter. Ja, da hat Stein ein bisschen Platz. Ja, die greifen den auch nicht wirklich an. Jetzt kommt da mal ein Verteidiger, aber Stein hier schon im Strafraum. Spielt der Ball jetzt nochmal in die Mitte, kommt da nicht an und dann verlieren wir den Ball oder können das Kopfballduell da nicht gewinnen. Und das gibt's nicht. Boah, ey, es gehen die Kölner hier in Führung. Da war der Keeper doch eigentlich schon dran. Da war Beck schon mit der Hand am Ball. Und dann kann der den aber nicht festhalten. Und Brereton Diaz dann mit dem 1 zu 0. Boah, ey, hier erst
Der Schuss, den kann der noch parieren und dann müsste der Verteidiger eigentlich auch dran sein und dann oh, macht der Keeper auch noch das Eck zu, aber dann kommt der trotzdem Schuss und ja, der fällt da direkt vor dem Stürmer hin. Ja gut, dann konnte der Stürmer dann natürlich locker einschießen, da war die Schussbahn frei, da fällt er da vor dem Stürmer hin. Ja, da sind wir jetzt hier 1-0 hinten, also die Champions League rückt im Moment ein bisschen in die Ferne für uns. Jetzt gibt es eine Ecke für die Kölner. Ball kommt rein, aber gleich wieder raus von uns. So, und jetzt hier vielleicht wieder den Konter ziehen. Nein, da verliert Arp den Ball dann aber auch gegen drei Verteidiger. Jetzt die Kölner hier wieder passen, die Mitte aufpassen und dann ist das 2 zu 0. Das gibt's doch nicht. Boah, ey, da ist der. Die sind da alle viel zu frei und dann ja, schießt er da aufs kurze Eck. Diaz und macht hier seinen Doppelpack innerhalb von 6 Minuten. Also jetzt ist die Champions League doch schon ein gutes Stück weg für uns. So, jetzt Stein auf. Ab, der dreht sich da nochmal. Dann Zoll ist mit dem Schuss und der Ball geht dann daneben. Oh, das wäre jetzt die Chance gewesen, hier ranzukommen. So, jetzt kurz vor der Pause gibt es wieder eine Ecke für die Kölner, Ball kommt rein, nach vors Tor, da komme ich mit dem Keeper nicht rechtzeitig raus, und zum Glück geht der Ball drüber. Da hätten wir uns jetzt nicht beschweren dürfen, wenn das 3 zu 0 gewesen wäre für die Kölner. Und was ist das denn? Ja, wahrscheinlich war das kein Foul von Deulofeu da. So, und jetzt ist Pause. Ja, dann sind wir jetzt mit 0 zu 2 hier hinten zur Pause. Das sieht wirklich nicht gut aus. Mal schauen, ob wir jetzt die Halbzeitergebnisse sehen. Und. Ja, Leipzig ist 1-0 vorne. Also Stand jetzt fehlen uns 3 Tore für die Champions League, die wir jetzt hier in einer Halbzeit aufholen müssten. Also einfach wird das nicht. Aber Leipzig ist halt auch nur ein Tor vorne. Ja, super, super Pass da auch gespielt. Oh, ja, die könnten natürlich auch schnell den Ausgleich kassieren, aber da müssten wir halt auch immer noch 2 Tore machen, selbst wenn die unentschieden spielen. Also, aber wir werden hier natürlich jetzt voll auf Sieg gehen, hier noch irgendwie. Und jetzt kommt der Pass von Martel hier nicht an. So, jetzt hier vielleicht die nächste Chance für uns. Schwarz nochmal in die. Oh, und dann kommt der Pass da in die Mitte nicht an, ey. Also heute stellen wir es aber auch extrem dämlich an und es will auch einfach nichts funktionieren. So, jetzt hier der Ball nach vorne auf. Ab, der in die Mitte auf Zollisort, der kommt an und damit steht es jetzt hier zumindest 1 zu 2. 25 Minuten sind es hier noch. 2 Tore fehlen uns noch für den Sieg. Ja. Boah, ich hatte schon Angst, dass der Ball nicht ankommt, aber er kommt an und Solles macht da jetzt hier das 2 zu 1. So, es sieht schon mal ein bisschen besser aus, aber wird jetzt hier auch nicht wirklich einfacher. Also es fehlen immer noch 2 Tore für den Sieg und wenn Leipzig ein weiteres Tor macht, dann würden uns halt nochmal ein Tor fehlen. Also ja, wenn die es 2-0 mittlerweile gemacht haben, dann würde uns ein 3-2 halt nicht reichen. Jetzt kommen hier die Kölner nach vorne mit Fuentes. Ball in die Mitte und Bella Kotscher blockt den Nachschuss. Der geht dann vorbei. Boah, fast das 3-1 hier für die Kölner. Aber zum Glück stand da noch Bella Kotscher. So, jetzt die nächste Chance hier für die Kölner. Aufpassen, aber zum Glück ist Beck da und kann parieren. So langsam geht uns jetzt hier aber auch die Zeit flöten. Ist hier nur noch eine Viertelstunde und wir bräuchten immer noch Minimum 2 Tore. Ball in die Mitte, raus. So, und jetzt hier vielleicht der Konter. Nein, der Pass kommt nicht auf Ab. Und die Kölner kommen gleich wieder nach vorne. Aufpassen. Und wieder ist da Beck. Jetzt sind sie fast nur noch 10 Minuten. Bisschen mehr. So, Ecke rein. Ah, dann kaut diesen Ball weg. Ey, und dann verlieren wir den Ball mitten im Strafraum. Zum Glück gibt es jetzt hier wenigstens Abstoß. So, jetzt hier die nächste Chance. Und der Ball sollte eigentlich rechts um den Verteidiger rumkommen und nicht da links rum. Dann wäre das ein bisschen besser gewesen. So, jetzt hier die nächste Chance. Auf. Ah, Pass in die Mitte. Kommt 2 zu 2 steht jetzt. Jetzt sind es hier noch 5 Minuten zu spielen. Boah, ey, das wird hier jetzt nochmal richtig spannend. Aber es ist hier definitiv möglich, noch das dritte Tor zu machen. So, jetzt bin ich hier auf dem Weg nach vorne mit Stiller. Der wird da nicht angegriffen, hat Platz, legt rüber und dann war das kein Abseits. Das ist das 3 zu 2 für uns. Wir drehen das Spiel hier tatsächlich noch. Ich hatte Angst gerade, dass das Abseits ist, aber es war kein Abseits und ab mit dem 3 zu 2. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh mein Gott. Stiller hat da viel zu viel Platz, legt den Ball dann rüber und dann macht Ab das 3 zu 2
25. Saisontor für ihn. Damit drehen wir innerhalb von 3 Minuten dieses Spiel kurz vor Schluss. Und es könnte halt so bitter sein, wenn Leipzig 2-0 führt, dann hat das halt nicht gereicht. Boah, ey, jetzt vielleicht, ja, kriegen wir nochmal eine Chance, hier vielleicht nochmal ein Tor zu machen. Ja, oh nee, da hätten wir jetzt vielleicht hier schneller nach vorne spielen müssen. Jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir ja nicht noch den Ausgleich kassieren. Dann brechen die nochmal den Angriff ab und dann kann Beck parieren und dann hat er den Ball. Oh, und jetzt bin ich gespannt auf das Ergebnis aus Leipzig. Wenn das beim 1-0 geblieben ist oder wenn Freiburg einen Punkt geholt hat, dann hat das gereicht. Wir haben ja unsere Hausaufgaben mehr oder weniger erfüllt. Wir hätten definitiv noch das ein oder andere Tor mehr machen sollen. Aber naja, mal schauen. Hat das gereicht? Leipzig hat unentschieden gespielt. Es hat gereicht. Wir spielen nächstes Jahr in der Champions League. Oh mein Gott. Also das, wir hätten sogar das Tor von Arp nicht mal gebraucht. Uns hätte das 2:2 sogar gereicht. Puh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, also ja, wir haben sogar unsere Pflicht mehr als erfüllt mit einem Sieg. Also ja, es hat am Ende dann gereicht für die Champions League. Wir spielen nächstes Jahr in der Champions League mit. So, und jetzt sind wir angekommen beim Ende der Folge. Ja, in der nächsten Folge geht es dann gegen Gladbach ins Pokalfinale rein. Ja, die Chance auf den ersten Titel in dieser Karriere. Und ja, nachdem wir jetzt auch in der Champions League spielen, also die Saison lief bis jetzt richtig, richtig gut und mal schauen, ob diese Mannschaft die Saison dann auch noch krönen kann. Und ja, nach dem Pokalfinale werden wir dann noch die Statistiken uns anschauen und dann auch in die neue Saison gehen und das Budget anschauen. Ihr könnt aber auch schon langsam mal Vorschläge für neue Spieler reinhauen. Also auf jeden Fall muss ein neuer Innenverteidiger her. Das ist Priorität Nummer 1. Und ja, ansonsten vielleicht noch weitere Verteidiger, also vielleicht noch ein Außenverteidiger oder ein Sechser, aber auf jeden Fall ein Innenverteidiger muss her, damit dann auch das gesamte Team die 80 plus Gesamtstärke hat. Und ja, das war's dann hier von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in 3 Tagen zum Pokalfinale. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao!